Es ist Sonntag und Mark weiß nicht so recht, was er mit sich anfangen soll. Keiner ist da, der mit ihm spielt. Oder doch? Hallo Tina, wo gehst du denn hin? Zum Teil. Kann ich mitkommen? Meinetwegen. Prima. Ist ja ein toller Schiff. Was ist denn das für ein Apparat? Hat der etwas mit dem Schiff zu tun? Sieht ganz so aus. Und das ist wohl eine Antenne, wie bei einem Radio. Ach so, eine Fernsteuerung für das Modellschiff von Tina. Damit kann sie vom Ufer aus Geschwindigkeit und Richtung bestimmen. Den Hebel zur Seite und das Schiff fährt eine Kurve. Hast du das Boot selber gebaut? Mitgeholfen. Eigentlich hat es mein Vater gebaut. Ist dein Vater Ingenieur oder sowas? Nein, mein Vater ist bei der Post. Ach, Briefe austragen und so? Nein, mein Vater verschickt Wellen. Mhm. Und mein Vater ist bei der Bank und putzt das Silbergeld. Wirklich, er verschickt Wellen, Fernsehwellen vom Sender zu den Antennen auf den Dächern, damit du fernsehen kannst. Gib doch nicht so an, du willst doch auch fernsehen, aber das mit den Wellen, das kapiere ich nicht. Mein Vater hat es mir erklärt. Und Tina erklärt es Mark. Am besten, du gehst darüber auf die andere Teichseite. Na gut. Noch weiter. Angekommen! Aber was willst du damit beweisen? So ähnlich ist es auch beim Fernsehen. So ein Fernsehsender strahlt Wellen aus. Die kannst du aber nicht sehen wie dir. Am Teich. Das sind Funkwellen. Mit Funkwellen steuere ich auch mein Schiff. Na, probier's mal. Jetzt kannst du aber vorsichtig. Dieses Gerät ist ein kleiner Sender. Er schickt Funkwellen aus, die von der Schiffsantenne aufgefangen werden. Der Trickfilm zeigt die unsichtbaren Wellen. Sie sorgen dafür, dass das Schiff abfährt und bestimmen, wohin es fährt. Was hat das alles mit der Post zu tun? Naja, die Post transportiert eben nicht nur Briefe und Pakete, sondern auch Radio- und Fernsehsendungen. Das macht sie mit Wellen. Also das mit den Wellen, der Fernsteuerung, das verstehe ich ja noch so gerade. Aber wie aus den Fernsehbildern Wellen werden, das verstehe ich nicht. Ob Tina das weiß? Das weiß ich auch nicht. Frag doch mal deinen Vater, vielleicht weiß der. Ob der Vater ihm sagen kann, wie aus Fernsehbildern Funkwellen werden? Also das weiß ich auch nicht. Möchtest du noch etwas Tee? Bitte. Am besten du fragst mal deinen Lehrer. Wie werden aus den Fernsehbildern eigentlich Wellen? Das ist schwer zu erklären. Wir können doch alle mal zum Fernsehen hingehen und uns das alles ansehen. Mein Vater ist Beleuchter. Beim Fernsehen? Ja, ich kann ihn ja mal fragen. Einverstanden. Und alle warten gespannt auf den nächsten Tag. Schon vor der Schule fangen sie Ismir ab. Das geht klar, mein Vater. Ja! Und war es nur nicht wann? Na, schon morgen wird es wohl nicht klappen. Denn viele Fernsehzuschauer wollen sehen, wie es in solch einem Studio aussieht. Aber Ismirs Vater wird schon dafür sorgen, dass die Klasse einen Termin bekommt. Wenn das dann jetzt nicht geht. Eines Tages ist es dann soweit. Mit dem Bus fahren die Schüler zum Fernsehstudio. Danach wollen sie auch gleich den Fernsehsender von der Post in Dortmund besichtigen. Viele Wetten.
fährt, die Radiomusik ist immer da. Weißt du etwa wieso? Naja, die Musik breitet sich in Wellen vom Sender nach allen Seiten aus. Deshalb kann man sie überall hören. Was du alles weißt? Tja, Mark hat von Tina und ihrem Modellschiff eine Menge gelernt. Sender strahlen wohl Wellen aus. Aber je weiter der Sender vom Radioapparat entfernt ist, desto schwächer wird der Ton. Der Haupteingang des Fernsehstudios. Ismirs Vater holt die Klasse ab. So, das ist Herr Clausen. Und das ist die Klasse meiner Tochter. Herr Clausen wird euch alles anzeigen jetzt im Studio, wie das funktioniert. Jetzt wird's interessant. Ein Blick hinter die Kulissen des Fernsehens. So, na dann kommt mal mit, aber schön leise, denn drin wird gerade was vorbereitet, ja? Ein Wohnzimmer. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was hat das mit einem Studio zu tun? Ach so. Guck mal, das Zimmer hat hier nur drei Wände. Da braucht man ja auch nur. Hier ist ja gar kein Glas drin. Bitte mal einmal ein Applaus. Wir müssen das dann ein bisschen anders deutlich. Genau. Aber bitte lass es mal einen Applaus machen. Achtung, wir fangen an. Achtung, eine Probe. Ich darf mal einmal. Oh, wie groß so eine Kamera ist. Sieht gewaltig aus, so eine Kamera, was? Naja, steckt doch eine Menge Technik drin. Solch eine Fernsehkamera nimmt die Bilder auf und wandelt sie in Wellen um. Nur den Teil. Das macht ganz. Ja, das kriegen wir. So, jetzt wollen wir uns aber erst einmal ansehen, wie solch eine Sendung aufgenommen wird. Der Regieraum des Nachbarstudios. Eine Schulfernsehsendung wird produziert. Kamera etwas weiter nach links, bitte. So. Eine Musikgruppe nimmt gerade ihr neuestes Lied für eine Musiksendung. Ruhe, bitte, Probe. Das Bild mal bitte auf Monitor 2. Den Ton ein bisschen lauter, ja. So ist gut, okay. Da stimmt doch etwas nicht. Wieso? Psst. Seht mal, im Studio stehen die Musiker vor einer blauen Wand. Aber hier auf dem Bild stehen sie plötzlich auf einer Wiese. Tatsächlich, das ist ja Zauberei. Naja, das ist ein Trick. Die eine Kamera nimmt die Musikgruppe hier im Studio auf. Zweite Kamera, das Bild von der Wiese. Und zusammen sieht das so aus. Das kann man ja einen Eskimo in die Wüste schicken. So, wir können. Playback ab, bitte. Stopp. Das machen wir noch mal, Das könnte ja sicher wesentlich besser. Spielen ja gar nicht richtig. Schon wieder gemogelt. Stimmt. So, dann können wir noch mal. Gut aufgepasst. Die Musiker tun wirklich nur so, als ob. Die Musik hat man schon einige Zeit vorher aufgenommen. Heute wird das Bild dazu hergestellt. Heute wird nur noch das Bild hergestellt und auf ein Band aufgenommen. Auf ein Band? Ja, auf ein Band. Könnten wir mal ein Magnetband haben? Ja, natürlich. Danke. So, Bild und Ton sind zusammen auf diesem Band. Dankeschön. Sie sind gespeichert. Das glaube ich nicht. So, das glaubst du nicht. Na,
Dann pass mal auf. Können wir es nochmal einlegen? Danke. Tatsächlich. Werden die Bilder jetzt gesendet? Nein, nein. Jede Sendung läuft zunächst einmal durch Kabel zu den Fernsehtürmen und wird ausgestrahlt als unsichtbare Wellen. Nach einem solchen Turm werdet ihr euch ja sicher noch ansehen. So wie heute noch. Von diesem Turm aus werden Bilder und Töne als Wellen ausgestrahlt. Nach allen Seiten gleichmäßig. Ein Trickfilm zeigt sie uns. Die Wellen erreichen die Fernsehantennen auf den Dächern und durch das Antennenkabel das Fernsehgerät. Erst hier werden aus den Wellen wieder Bilder und Töne. Die zierliche Rumänin Ronny Inescu stellt mit 7,20 Meter einen neuen Weltrekord im Weitsprung auf, gleich um 11 Zentimeter. Was geschieht, wenn ein Berg dazwischen liegt? Antennen, die direkt hinter dem Berg liegen, werden von den Wellen nicht erreicht. Je höher der Turm ist, desto weiter reichen die Wellen. Darum muss der Fernsehturm hoch genug sein, um die Antennen hinterm Berg zu erreichen. Solch einen Fernsehturm möchte sich die Klasse auch von innen ansehen. Das ist der Sender. Hier kommen die Bilder und die Töne aus dem Studio an. Sie werden vom Sender als unsichtbare Wellen über die Turmantenne ausgestrahlt. Damit ihr zu Hause was erzählen könnt. Auf den Antennenmast dürfen die Kinder natürlich nicht hinauf. Stattdessen können sie sich die Umgebung von der Aussichtsplattform aus betrachten. Vorstellen, dass die ganze Luft da draußen voller Wellen ist. Zu Hause bei Marc. Wochen später steht die Musiksendung auf dem Programm. Meine Damen und Herren, und nun schalten wir um zu unserer Sendung Lieder und Menschen. Viel geschummelt, aber prima gemacht mit den unsichtbaren Wellen. Wir wollen Schatten ringen, faul Schatten und die Ebbe. Bärbel auf dem Weg zur Schule. Jeden Morgen wird sie mit ihren Freunden vom Schulbus abgeholt. Doch heute haben die Kinder Pech. Sie stecken in einem Stau. Über einen Monitor hat die Polizei den Verkehrsstau schon bemerkt. Sie gibt Anweisungen, den Stau schnell aufzulösen. Büssel 1261, fahren Sie Uerdinger Rotterdamer Straße, dort Verkehrsansammlung. Fernsehen ganz anders. Mit dieser Kamera wird die Straßenkreuzung überwacht. Über Drähte laufen die Bilder als unsichtbare Wellen direkt auf den Monitor der Verkehrsüberwachung, sodass der Stau schnell erkannt und aufgelöst wird. Ein anderes Beispiel für Fernsehüberwachung. Anja und Kai wollen ins Schwimmbad. Da wird schon noch ein Platz da sein.
Auch der U-Bahn-Bahnsteig wird von einer Kamera überwacht. Auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen. Die Monitore zeigen an, ob der Bahnverkehr reibungslos abläuft. Das ist Sven. Er liegt im Krankenhaus, in einem besonderen Zimmer. Mit Hilfe einer Kamera wird er ständig beobachtet. Die Bilder der Kamera werden als unsichtbare Wellen über ein Kabel zum Monitor in diesem Raum geleitet. Die Krankenschwester kann Sven immer sehen, während sie noch andere wichtige Dinge erledigt. Sonntagvormittag bei Familie Wagner in Düsseldorf. Fahren wir dieses Jahr wieder nach Griechenland? Na, wie wär's denn mal mit Jugoslawien? Auf jeden Fall müssen wir uns bald entscheiden. Sonst sind die besten Angebote weg. Soll ich einschalten? Ja, mach du mal. Familie Wagner probiert eine neue Dienstleistung der Post mit Hilfe des Fernsehers aus. Den Bildschirmtext. Dieses Bild hat keine Kamera aufgenommen, es kommt von einem Computer. Weißt du denn die Codenummer für das Reiseangebot? Klar, habe ich schon rausgesucht. Aha. Um verschiedene Reiseangebote über den Bildschirm kennenzulernen, musste Isabel bestimmte Zahlen eingeben, mit der Fernbedienung. Ich wähle mal ein anderes Reisebüro. Mhm. Das wäre doch was. 14 Tage Dubrovnik. Sollen wir gleich buchen? Ja, ja, bitte. Sonst ist die Reise ausgebucht. Na, ich glaube auch, wir buchen besser gleich, bis wir mal Zeit haben, ins Reisebüro zu gehen. Ja. Machst du das, ja? Ja. Okay. Nun bin ich gespannt, ob noch Plätze frei sind. Die Reiseanmeldung für Familie Wagner. Sie kann entscheiden. Wenn sie buchen will, muss sie eine 0 eingeben. Wenn nicht, eine 1. Und Familie Wagner bucht die Reise. Wir danken Ihnen für Ihre Buchung. Prima, es klappt. Ja, dann muss ich nur noch bezahlen, ne? Gib's mir mal die Fernbedienung. Danke. Auch das kann man mit der Fernbedienung beim Bildschirmtext. Der Vater stellt die Verbindung zu seiner Bank her und überweist das Geld. Die Reise kostet 3.378 Mark. Das Besondere am Bildschirmtext ist, man kann von zu Hause aus eine Reise buchen, man kann Waren bestellen, Spielzeug oder sich informieren über die neuesten Fußballergebnisse. Wie wäre es mit Glückwünschen zum Geburtstag per Fernsehen? Manni, komm mal schnell her. Guck mal, was Tante Gertrud dir geschenkt hat. Ist ja super. Glückwünsche per Bildschirmtext. Direkt ins Haus. Mit Hilfe von unsichtbaren Wellen.